Tomatolix sieht vielversprechend aus. Ein Tag im Gefängnis. So ist es wirklich. Wenn es zu Schulden kommt und du nicht bezahlst, dann gibt es eine Schlägerei. Das sind alles Menschen, die Straftaten begangen haben. Da ist es dann halt auch einfach mal möglich, dass man Opfer eines Angriffs wird. Gefängnisse sind Orte, mit denen die meisten von uns lieber nichts zu tun haben wollen. Trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, üben sie eine ziemliche Faszination auf uns aus. Auch ich frage mich schon lange, was eigentlich genau alles in einem Gefängnis passiert und wie der Alltag da aussieht. Deshalb werde ich heute einen Tag in der JVA Herford verbringen und sowohl Also Freunde, ich will das nicht runterreden, man muss aber sagen, ne, Real Talk, eine komische Aussage. Also Leute, die in Deutschland leben, sollten Alhamdulillah sagen, dass der Knast in Deutschland so ist, wie er ist. Bro, manche Länder auf dieser Welt, Katastrophe. Bruder, du gehst da rein, es ist schon zu Ende. Du kannst schon abschließen mit deinem Leben. Justizvollzugsbeamte bei der Arbeit begleiten, als auch mit Gefangenen sprechen. Bro, USA, Mexiko und so, Russland, also wirklich, das sind andere Welten. Ich habe auch gehört, zum Beispiel in Türkei soll der Knast viel strenger sein. Stimmt das? Oder kann man sagen, es ist ungefähr gleich? Kennt sich damit irgendwer aus? Freunde, man muss aber sagen, ne, bevor das in eine falsche Richtung geht, allgemein, haltet euch bitte von Scheiße fern. Tut euer Bestes, dass ihr niemals in diese Situation kommt, dass ihr im Knast sitzen müsst. Weil ich denke, kein Mensch, der schon mal im Knast war, egal wo es auf dieser Welt ist, egal wie wir Witze machen im Sinne von, es wäre ein Hotel oder so, niemand ist glücklich darüber, im Knast zu sitzen, dass ihm die Freiheit entnommen wird, dass er halt verpasst, was auf der Welt abgeht, dass er die Menschen, die er liebt, nicht mehr sehen kann. Das ist eine Katastrophe, das ist eine schlimme Bestrafung. Deswegen, ich will das jetzt auch nicht runterreden in dem Sinne. Natürlich, manche Leute hätten verdient, noch schlimmer bestraft zu werden. Das ist jetzt gar keine Frage. Aber ich hoffe, ihr wisst pauschal, auf was bezogen ich diese Aussage gerade getätigt habe. Wir haben jetzt 5 Uhr morgen. Das heißt, jetzt beginnt der Tag. Ich bin gespannt. Guten Morgen, ich bin hier verabredet für den Dreh. Ja, wunderbar, dann mach ich mal das Türchen auf. Alles klar. Einmal bitte den Personalausweis bereithalten. Guten Morgen. Guten Morgen. Herzlich willkommen. Wir buchen Sie gleich mal hier ein und dann gehen Sie gleich dort an der Tür. Bro, Fun Fact, wollt ihr eine Sache wissen? Ich weiß nicht, ob das normal ist. Also, ich habe gemerkt, dass das anormal ist, weil ich bei gefühlt allen meinen Kollegen in Österreich und Deutschland gesehen habe. Die hatten so einen Ausweis. Ich hatte nie einen Ausweis. Also, auch wo ich damals in Österreich gelebt habe, wenn ich mich ausweisen musste, dann habe ich immer meinen Reisepass gezeigt. Geht's irgendwem anderen genauso? Habt ihr alle einen Ausweis? Junge, ich habe mich manchmal gefühlt wie ein Neandertaler, ohne Scheiß. Personalausweis, ja. Ich habe eins, klar, Perso. Ich habe Aufenthaltstitel, ja. Bro, ich hatte noch nie einen. Ich hatte noch nie einen. Ich habe immer diesen fetten Reisepass ausgepackt und den gezeigt. Weiter. Hallo, guten Morgen. Hallo. Dann würde ich dich bitte einmal hinter die Wand bitten. Auf das Podest bitte und die Schuhe aus. Dankeschön. Wird denn tatsächlich viel irgendwie ins Gefängnis reingeschmuggelt oder zumindest versucht, was reinzuschmuggeln? Leider ist es so, dass auch in der JVA relativ viel unerlaubte Dinge reinkommen. In erster Linie natürlich Betäubungsmittel, wo wir schon mal so bis an die... Bro, das ist so gestört, wie die teilweise diese Sachen da reinschmuggeln und so, ne? Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, aber Bruder, das ist richtig verrückt. 30, 40 Gramm THC jetzt in... Meistens ist es dann Hasch, ne? Also in Harzform gefunden haben oder auch nicht gefunden haben. Es ist so, dass auch Kleinkinder oder beziehungsweise Säuglinge hier umgewickelt werden müssen vor unseren Augen, da ist... auch möglich ist, dass in der Windel Gegenstände transportiert werden. Und darum müssen wir traurigerweise die Kinder hier umwickeln. Wir werden heute viel auf- und zuschließen. Hier kommt man nicht weit ohne Schlüssel. So. Ja. Jetzt bin ich hier. Boah, es gibt einfach manche Leute, die sitzen im Knast, die machen Livestreams, die machen Instagram-Stories, die sind am Chillen. Wie machen die das? Das verstehe ich nicht. Und ich habe gedacht, es ist legal, die dürfen das, aber die dürfen das gar nicht. Die dürfen gar nicht Handy haben im Knast. Im Gefängnis. So, verlassen jetzt den sogenannten Flügel. Ja, ja, Fernseher darfst du. Fernseher kriegt man irgendwie, glaube ich. Also kannst du dich hocharbeiten mäßig. Und befinden uns jetzt hier Hafthaus Mitte. Das ist hier so der zentrale Punkt, wo sich alle am Tag treffen. Die Kolleginnen und Kollegen sowie auch die Gefangenen, wenn die zur Arbeit ausrücken. Von hier aus gehen die alle Flügel ab. D, C, A, B und wir sind nachher hinten im E-Flügel. Wie viele Gefangene gibt es hier? Zurzeit haben wir eine Belegung von 200 Gefangenen, von 366 möglichen. Und mit was für Straftaten sitzen die Gefangenen hier so? Alles vom...
Bro, ich weiß, es ist todesrandom, aber seine Stirn sieht so glatt aus, ne? Das sieht so poliert clean. Vom kleinsten Diebstahl bis hin zum schweren Sexualdelikt oder zum Mord, Gewaltstraftaten. Also es ist genau dasselbe wie bei den Erwachsenen. Guck mal, sein Hautteint, wie sagt man das? Ich kenne dieses Wort nicht. Und normaler Mensch. Also es ist genau dasselbe wie bei den Erwachsenen. Viele, auch im Bekanntenkreis, denken immer, hier sitzen die Hühnerdiebe. Aber es sind dieselben Straftaten, nur halt im wesentlich jüngeren Alter ausgeführt. Würdest du denn sagen, hier geht's harmloser zu als jetzt in einer JVA für Erwachsene? Es sind Straftäter, aber man merkt ihnen halt oft das Jugendliche noch an. Das ich hab den auseinandergenommen, Bro. Isaac schreibt, er hat Poliermaschine auf Stirn gemacht. Flickpotenzial ist hier aufgrund, ich sag mal, der pubertären oder präpubertären Phase hier ziemlich hoch. Hier geht es oft darum, als Alpha-Tier oder als Stärkerer dazustehen, und in dem Alter führt das dann hier häufig zu körperlichen Auseinandersetzungen. Boah, ich glaube auch in Deutschland, viele, die in den Knast kommen, haben zu viele Gefängnisfilme und so Krimi-Dinger aus USA geguckt und denken, das Knastleben ist genauso wie in Amerika und versuchen, diese Politik aus Amerika in Deutschland zu dingsen, reinzupflanzen. Jetzt sind wir auf meiner Abteilung, das ist eine sozialtherapeutische Abteilung. Oh, dann schließen wir mal den Hausarbeiter auf. Nicht erschrecken. Ja, Sie wissen Bescheid, wir holen jetzt das Frühstück. Wir werden gleich das Frühstück hier durchpeitschen, weil dann schon die nächsten Abläufe und Durchsagen kommen. Und wenn wir zu langsam sind, muss das ganze Hafthaus auf uns warten. Ey, kennt ihr noch dieses eine Video damals von ApoRed, wo er so eine Woche im Knast war und er sagt, moin Freunde, ich bin erstmal rausgekommen aus dem Knast, seit einem frisch gemacht neues Handy geholt. Wir haben ja jetzt gerade 6 Uhr. Warum werden die Gefangenen hier so früh geweckt? Ich meine, also die müssen ja jetzt nicht irgendwo hin, dass sie dringend um 6 Uhr morgens aufstehen müssen, oder? Tatsächlich doch, weil die Gefangenen hier, gerade die Strafgefangenen, im Gegenteil zu den Untersuchungsgefangenen, der Arbeitspflicht unterliegen. Das heißt, die müssen hier arbeiten gehen. Es gibt hier viele Möglichkeiten, arbeiten. Schweißausbildung? Gehen auch Ausbildung zu machen. Und darum der frühe Tagesablauf, ne? Wir stehen jetzt auf, dann gibt's Frühstück und dann wird auch schon zur Arbeit durchgerufen, damit auch die Gefangenen sich an diese Zeiten gewöhnen. So, das dient auch dazu. Boah, ich habe gehört, du kannst sogar im Knast irgendwie deine Bildung nachholen und so. Abi, Abschluss, dies, das. Das ist schon cool gemacht, dass Leute diese Möglichkeiten haben und noch so ein bisschen auf den geraden Weg kommen können. Ohne Scheiß, das ist nice. Vorbereitung für draußen, ne? Hier links sammeln sich jetzt die Hausarbeiter gleich. Von Bro, weil glaubt mir, am Ende des Tages, sonst wenn die diese Perspektive nicht haben, wenn die nichts machen können, eines Tages, wenn die Menschen wieder unter uns kommen und gar keinen Anhang mehr in der Gesellschaft finden, das ist Katastrophe. Die werden wieder rückfällig, die machen wieder Straftaten und dann passieren so schlimme Dinge. Natürlich, da ist auch Luft nach oben. Boah, Knastsystem oder das Gefängnissystem, allgemein das Rechtssystem in Deutschland, das kann man kritisieren von A bis Z, aber dass überhaupt die Möglichkeit gibt für jemanden, der vielleicht nicht unbedingt was Krankschlimmes verbrochen hat, dass er wieder zurück sich in die Gesellschaft eingliedern kann, das ist schon cool. Hier im Flügel und dann holen wir gleich die Frühkost. Genau, guten Morgen zusammen. Oh, da kommen gleich noch ein paar dazu. Immer unter Aufsicht natürlich. Gefangene sind hier nie unbeaufsichtigt. Das wissen die Gefangenen schon, dass sie rausgehen können, und holen dann die Essenswagen. Genau, das sind jetzt die Essenswagen für jeden Flügel. Muss aber sagen, pauschal, was ich unnormal schade finde am deutschen Rechtssystem, so wenn jemand verhaftet wird, wenn jemand vor Gericht steht und so weiter und so fort, dass es so ist, dass wirtschaftlicher Schaden hier steht und der psychische Schaden einer Person hier. Und das finde ich irgendwie echt brutal scheiße, Bro. Und da läuft unnormal vieles verkehrt. Flügel, unser Hausarbeiter schiebt jetzt den Wagen rüber, weil wir hier im E-Flügel sind. Den müssen wir jetzt auch folgen, ne? Weil wir müssen ihn beaufsichtigen. Ja. JV Herford hat eine Bäckerei, wir backen selber hier. Oh, das sieht ja nicht schlecht aus. Was steht jetzt hier heute auf dem Speiseplan? Genau, das sieht aus wie Geflügelfleischwurst und Eier. Mhm. Genau, das ist so typisches Knastfrühstück. Okay, dann fangen wir an. Ich habe auch gehört, in Deutschland ist es so, wenn du zum Beispiel sagst, dass du auf Halal-Essen achtest, dass sie dir auch anbieten, dass du nicht auf Haramfleisch zurückgreifen musst. Auf der Abteilung oder auf der Seite ist gerade eins zu beachten. Wir haben hier zwei Gefangene, die hatten vor kurzem eine körperliche Auseinandersetzung. Die dürfen und sollten wir natürlich nicht zusammen aufschließen, weil die würden das dann wahrscheinlich noch vom... Ja, genau. Dann kriegst du einen auf dem vegan, vegetarische Kost. Es gibt sogar Gefängnisse, Bro, die bringen dir dann Halalwurst und so, wirklich. Frühstück körperlich klären. Und das wäre natürlich schlecht, wenn hier dann eine Schlägerei losgeht am frühen Morgen schon. Oh, Herr Frühstück? Ja, los, nicht erschrecken, wir haben Besuch, ne? Ich kenne dich von YouTube, ne?
Kann sein, ja. Ach, haben Sie YouTube auf Haft drauf? Da muss ich gleich mal nachgucken, ne? Einmal weiter, bitte. Also läuft hier oben tatsächlich nur relativ gesittet ab. Liegt aber halt auch daran, dass das... Boah, er sitzt einfach im Knast und sagt, ich kenne dich von YouTube. Gefangene sind, die schon etwas länger hier sind und auch um die Vorteile hier oben wissen. Darum benehmen die sich ganz gut. Hä, was hier mit Zelda und so? Isaac, ich wusste gar nicht, dass du im Knast sitzt. Ist das deine Zelle? Kranker Scheiß. Um die Vorteile hier oben wissen. Darum benehmen die sich ganz gut. Genau, eine Etage haben wir noch. Die andere Seite macht dann der Kollege gleich. Wieso nehmen die meisten so ein Packen Brot und dann irgendwie so nur ein Stückchen Wurst? Also gibt es nur so ein Stück Wurst pro Person? Genau, das Frühstück fällt sehr spartanisch aus. Die Gefangenen haben... Spartanisch? Das habe ich auch noch nie gehört. Haben aber eine gewisse Zahl an Kalorien, die denen am Tag quasi zusteht und die bekommen die hier auch, in welcher Form auch immer dann. Ne? Es muss allerdings auch dann für weit über 260 Gefangene Frühstück hier morgens verteilt werden. Deswegen ist jetzt nicht das Interkontinental-Frühstück, was man sonst so kennt. Jetzt beginnen wir mit dem Arbeitsabschluss. Das wurde gerade die erste Arbeitergruppe ausgerufen. Also es ist ja so, dass du 23 Stunden in der Zelle bist und eine Stunde hast du Freigang. Richtig? Oder ist das... Boah, das habe ich nicht gecheckt. Wieso sagt man 23 Stunden Zelle so? Moin, moin. Moin, moin. Solange du nicht arbeitest, sitzt du 23 Stunden. Ah, heftig. Also wenn du arbeitest, darfst du ein bisschen hier und da trilalu, tralala machen. Aber ansonsten struggle. Genau, sind jetzt die Gefangenen der Wäschekammer. Wie der Name schon sagt, die kümmern sich hier um die Gefangenenwäsche. Wie ist das? Muss man hier arbeiten? Ja, die Strafgefangenen unterliegen der Arbeitspflicht. Wer nicht... Okay, okay, die haben Arbeitspflicht. ...arbeitet, der muss dann halt damit leben, dass er... Junge, Walla, die Wände sind dekoriert, als ob ich im Kindergarten bin. Was ist das? Guck mal hier bitte. Die kümmern sich hier um die Gefangenenwäsche. Wie ist das? Muss... Was ist hier los? Muss man hier arbeiten? Ja, die Strafgefangenen unterliegen der Arbeitspflicht. Wer nicht arbeitet, der muss dann halt damit leben, dass er eventuell Haftkosten zahlt. Das kostet ja was hier im Monat. Verdienen die auch Geld, wenn sie arbeiten gehen? Genau, das ist natürlich nicht das, was man draußen verdient. Das ist nur ein kleiner Teil davon. Und zwar braucht man natürlich, wenn man in Haft ist, nicht so viel Geld wie draußen. Man hat ja keine Mietkosten und keine Versicherung. Ganz grob ist es zwischen 80 und 145 Euro. Wusstet ihr, die Mietkosten von dem, der im Gefängnis sitzt, zahlt ihr mit euren Steuern? Boah, das ist so heftig, ne? Also jeder Gefangene, jeder Straftäter kostet dem Staat Geld und das ist wohl so eine bestimmte Summe. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Das ist aber nicht günstig. Das ist nicht günstig, Bro. Euro im Monat, das bekommt er quasi ausgezahlt auf seinen Hausgeldkonto, damit kann er dann einkaufen, weil ein Teil des verdienten Geldes geht auf das sogenannte Überbrückungsgeld. Das wird angespart, das bekommt er, wenn er entlassen wird. Moin. Die Arbeiter sind... Zahle ich gerne, solange der Abschaum eingesperrt bleibt. Bad Company, Bro. Jetzt ausgerückt, haben ihre Anträge... Das Xindl. Und ihre Post abgegeben und natürlich muss die Post kontrolliert werden. Postkontrolle, ausgehende Post, größtenteils geht es darum, dass eventuell in dem Brief, sagen wir mal sowas wie Fluchtpläne oder Anweisungen, einen ehemaligen Zeugen oder so nochmal anzusprechen oder... Boah, ich merke, immer mehr Leute schreiben gerade im Chat Russland und so. Ist Gefängnis in Russland wirklich so schlimm? Ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt, um ehrlich zu sein. Druck auszuüben, vielleicht Ankündigungen... Suizid, solche Sachen, das wäre jetzt die ausgehende Postkontrolle und auch ganz einfach mal... Ja, ja, abnormal, ja, Gulag, Russland, Kälte etc. schlimm. Natürlich, Bro, noch schlimmer als Amerika, ja. Schau die russische Knast-Doku an. Bro, einfach Gulag, COD. Bro, sorry, ich will nicht auf ehrenlos lachen. Natürlich, das ist schlimm, wenn jemand erst recht unschuldig im Knast sitzt oder so und er das durchmachen muss. Harte Prüfung, aber ja. Aufnehmen, mal gucken, was erzählt er seiner Freundin im Moment so? Zeichnet sich da vielleicht irgendwie was ab? Ich lese mir tatsächlich jeden Brief durch. Das ist ja schon krass. Ja. Dass jeder Brief wird gelesen. Jeder Brief wird gelesen. Der Brief ist jetzt noch Anfängerlevel. Wir haben durchaus Gefangene, die zu ihrer Partnerin ein sehr gutes Verhältnis haben. Dann haben wir da mal 8 Seiten, Doppelseiten. Heißen aber in Real Life diese krassen Gefängnisse in Russland immer noch Gulag oder wie ist das? Also werden die immer noch so genannt? Gulag ist ein russisches Gefängnis, wo du sehr wahrscheinlich da hopst gehst. Oh, verstörend. Walla, ich wusste das nicht. Ich hatte keine Ahnung, Chat, wirklich. Seitig. Oh ja. Das wäre zum Beispiel so eine Sache, da müsste ich mal genau gucken, was jetzt, warum das in dem Briefrand geschrieben ist. Ich weiß es jetzt in dem Fall, weil ich kenne den Gefangenen, der hat sich das so angewöhnt. Aber das wäre so eine Sache, wo man dann mal schauen müsste oder misstrauisch werden müsste. Was könnte denn das sein, was nicht mit aufs Papier kann? Aber es ist ja schon auch irgendwie ein krass
intimer Einblick irgendwie dann, ne? Wenn du so alles, also so die Nachricht an die Freundin oder so liest. Wäre mir schon auch unangenehm, so, wenn das dann gelesen wird. So. Ja, tatsächlich ist das aber dann irgendwann dieser Big Brother-Effekt. Je länger die hier sind, desto weniger nehmen die wahr, dass wir das auch lesen. Die warte mal kurz. Bro, eine Sekunde, hat vielleicht gar nichts mit dem Thema zu tun, aber ich muss nur kurz das gucken. Was war das hier genau? Bitte guck mal. Ich liebe diesen Clip. Scheiße, Bro, das ist so witzig. Guck mal, auf jeden Fall, die Story ist so. Also der erste Part war so, der Typ, der hier kam in den Knast, weil ihn sein Kollege Ray Ray verraten hat, okay? Und jetzt das Part Nummer 2. Scheiße, wenn das nicht Lakeisha ist, Girl, du siehst gut aus. Mein Gott, Star, Jamal, wie geht's dir, Baby? Bitte hasst mich nicht, ich bin heute nicht allein. What? Was? Jamal. Was macht die Gottheit auf der Ratte hier? Einer muss sich um Lakeisha kümmern. Das ist Ray Ray. Was hast du gesagt? Einer muss sich um Lakeisha kümmern. Das ist das Maul. Lakeisha, warum bringst du ihn her? Willst du meine Zeit hier verlängern? Willst du das mit dem Team? Okay? Oh Mann, er hat schon recht. Du sitzt halt hier und ich fühle mich oft einsam. Und dann ist Ray Ray immer für mich da. Moment, dir ist klar, das ist der Typ, der alles zwischen uns ruiniert hat. Mit ihm sitze ich da, aber die Nähe zahlen sich doch nicht umsonst, Baby. Oh! Du billige Bitch, Lakeisha. Und das auch nicht alles. Heute müssen wir ihm das sagen. Sag Hallo zu Ray Ray Junior. Was? ihr habt ein Kind? Hallo, Onkel Jamal. Er kann reden. Verdammte Scheiße, wie lange geht das schon mit euch? Ray Ray, was ist es? Was willst du von mir? Ey, Walla, das ist so cool, Bro. Richtig, richtig witzig. Ray Ray. Wir wissen das, aber irgendwann, das merkt man dann vielleicht auch mal, wenn die Zeilen an die Freundin eindeutiger werden. Irgendwann interessiert das nicht mehr so doll. Ist aber auch nicht schlimm, ist alles überhaupt kein Problem. Solange da keine Menschen bedroht, beleidigt werden oder Straftaten angedroht werden, ist das vollkommen in Ordnung. Man liest das dann halt und dann ist das auch schon wieder weg. Eingehende Post ist noch ein bisschen interessanter, weil da natürlich auch Versuche geschehen, Dinge in die JVA mit einzubringen. Das kann von SIM-Karten über Kleinstmengen an Betäubungsmitteln gehen. Da reden wir von 0,1, 0,2 Gramm. Hasch. Wenn man nicht weiß, wie es riecht und wie es aussieht und wo es sein könnte, schon schwer. Ja, Felix, du hattest ja gefragt, ob ich vielleicht einen Gefangenen finde, der ein bisschen was über seine Geschichte hier erzählen möchte. Mhm. Habe ich auch jemanden gefunden. Mahlzeit. Hallo. Tag, was geht? Felix. Freut mich. Wie lange bist du jetzt schon hier in Herford? Jetzt ein Jahr. Boah, ich find's aber auch krass, wie viel Privatsphäre die haben, ne? Teilweise in anderen Ländern ist auch so, ich habe zum Beispiel gehört, du wirst mit 5, 6 Leuten in eine Zelle gesperrt, ne? Boah, irgendwie gegenseitig, die mobben sich und so ein Scheiß, Bro, richtig schlimm. 2 Tage. Weißt du mal so ganz genau, wie viele Tage du schon hier bist? Am 2. Dezember wurde ich verhaftet. Ah, okay. Letztes Jahr. Und weißt du schon, wie lange du noch hier bleiben musst? Ich habe jetzt noch offen 2, 4. Mhm. Ich habe noch offene Verfahren. Ja. Da kommt noch eine Menge, glaube ich. Wegen was bist du hier? Raub. Wie ist es so hier? Bro, in der Türkei so 20 Leute in ein Ding? Okay, das ist echt crazy, Bro. Im Gefängnis zu sein? Nicht schön, ne? Boah, natürlich, man muss zugeben, manche Leute, die können nichts dafür. Es ist so, die sind irgendwie, keine Ahnung, es ist eine Prüfung vom Leben, I guess. Man ist einfach vom, also man ist einfach an der falschen Zeit, am falschen Ort, sag ich mal. Aber Alhamdulillah, ich hatte bis jetzt noch nie wirklich so direkt straftätermäßig was mit der Polizei zu tun. Boah, und das finde ich gut, ne? Manche Leute heutzutage, Bro, die haben irgendwie was mit der Polizei zu tun und die sind glücklich darüber, die sind stolz drauf. Wo ich mir denke, Bro, was ist das? Inwiefern hilft dir das? Bist du irgendwann mal stolz drauf, wenn du Frau hast, Kinder und so weiter und so fort. Also das ist keine Sache, die dir weiterhelfen wird. Was machst du, wenn du dann hier so in deinem Haftraum bist? Briefe schreiben an meine Frau. Ah, okay, du bist verärgert. Ja, bei jedem Besuch wird geweint und so. Das geht auch ein bisschen Kopfschmerzen, macht das. Sonst eigentlich nicht viel, ne? Von morgens bis abends laufen Leute, ne? Mhm. So Häftlinge, manche, dann schlagen die sich. Laufen guck Leute, mal. Ne? Mhm. So Häftlinge. Guck mal hier mit den Nummern und so, auch voll gruselig irgendwie. Bro, gefühlt wie Produkte. 32, 31, 30, 30, 29, 29, 28, 27, 26, 25. Manche, dann schlagen die sich, dann so. Mhm. Es ist immer was los. Kannst du uns so ein bisschen zeigen, wie so dein Haftraum aussieht? Das ist ein Radio, ne? Ja, ja, alles durchsichtig. Alles durchsichtig, ja, damit man nichts verstecken kann. Schultasche, wir haben hier eine Berufsschule. Ich bin in der Malerei, mache eine Ausbildung. Was sind so die beliebtesten Sender? Was guckst du so? MTV. Wegen Musik so? Ja, weil Musik ist hier verboten. Mhm. Also Deutschrap ist verboten und andere Rap auch. Deutschrap ist verboten? Ja. Also gibt's so. Was?
Ah, man darf Deutschrap nicht hören, ein auf den. Das könnte dich anregen, mehr Straftaten zu machen, oder wie? Ein paar Sänger, die sind erlaubt, ne? Kontra K. Aber sowas hört keiner. Okay. Ne? Aber weißt du, warum nicht alles? Wegen Frauenfeindlichkeit, Beleidigung gegen die Justiz. Ja. Ein Beamter hat mir mal eine CD weggenommen, weil ja, ich okay. Habe Akkaus. Polizei ist einfach halal. Kontrolle gehört, ist ja hier verboten. Und der hat gesagt, ich höre die selber draußen, deswegen weiß er, dass sie hier verboten ist. Hat okay. Er mir die CD weggenommen. Fernsehsender. Berlin Tag und Nacht gucke ich neuerdings. Echt? Okay. Ja, oder Köln. Sowas. Ne? Was würdest du sagen, an was? Bro, er kennt einfach jede Folge von Berlin Tag und Nacht auswendig. Stell dir das vor. Denkt man so am meisten, wenn man hier so eingesperrt ist? Also ich denke an meine Frau am meisten. Ich glaube, die anderen an ihre Familie. So. Und an das Leben draußen. Weil das zieht ja hier an einem vorbei. Der nächste Schritt, der jetzt stattfinden müsste und würde, ist die Haftraumkontrolle. Müssen eine gewisse Anzahl an ist sehr hilfreich, wenn man sich da raushält. Ein Freund von mir wurde in einem anderen Land festgehalten und die haben in seine Strafakte geschaut, ob er irgendwelche Probleme gemacht hat in vergangener Zeit. Und es war leer und die haben ihn gehen lassen. Das, Bro, genau so Momente meine ich. Und ich schwöre es dir, von dem, was ich gelernt habe, denkt jetzt nicht, oh, Bruder, er chillt mit Kriminellen und so. Aber ich hatte auf jeden Fall mit unnormal vielen Leuten zu tun, so damals, die auch kriminell gewesen sind oder mal im Knast gesessen sind und so weiter und so fort. Bro, gefühlt keiner von denen war glücklich darüber, dass er irgendwie eine Akte hat oder so oder stolz drauf. Niemand hat sich darüber gefreut. Hafträumen schaffen am Tag, damit wir am Ende des Monats mindestens alle einmal kontrolliert haben, wenn nicht sogar mehrfach. Und wonach suchst du dann genau? Natürlich nach verbotenen Gegenständen, Betäubungsmittel, Mobiltelefon, Stichwaffen. Das ist jetzt ein Haftraum vom Gefangenen, der sehr viel Wert auf Sauberkeit und Ordnung legt. Ja, ne? Der Gefangene schafft es irgendwie immer an Bonawachs zu kommen. Man kann keinen Schlittschuh fahren, aber sieht fast so aus. Dann kommen wir rein. Ich sehe direkt anscheinend einen Shirin David Fan, wie man hier sieht. Bilder mit leicht bekleideten Damen. Ja, das ist wahrscheinlich auch der Pubertät geschuldet. Ist aber soweit alles in Ordnung, ist nichts dabei, was nicht jugendfrei ist. Also so Pornoheftchen, wenn nicht nein, erlaubt. Nein, nein, nein. Hier gibt es natürlich Gefangene, die volljährig sind, aber auch die. Ganz großer Abstand vom Plastik-Chat. Ihr wisst Bescheid, wie der Hase läuft. Wir haben hier mit Gefangenen zu tun, die nicht volljährig sind. Da müssen wir drauf achten. Und darum gibt es hier maximal, ich sag mal, Playboy-Format. Also nicht zu explizit. Nicht zu explizit, auf gar keinen Fall. Die Jungs müssen ihre Vorstellung benutzen. Genau, wenn man seine Jugend hier ausleben möchte oder seine Gelüste, das ist auch ganz normal in dem Alter, dann muss man das so tun oder ganz beliebt. Boah, imagine, du sitzt im Knast und hängst Plakate von Shirin David auf. Einfach Doppeltbestrafung. Der Fernsehsender Sport 1. Okay, ich auch noch aus meiner Jugend. Genau, dann bleiben die halt lange wach. Dementsprechend kommen sie morgens dann auch schwer aus dem Bett. Hast du? Vielleicht hat er das gemacht, um einen auf den Buße zu tun für die Schandtaten, die er getan hat, Chad. Einen auf den, er foltert sich selber damit. Schon mal jemanden bei der Selbstbefriedigung erwischt oder so? Ja, habe ich. Ist auch nicht so selten hier, besonders wenn... Wenn man des Abends dann mal schaut, ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches für uns. Wir machen das jetzt mal beispielhaft. Ansonsten ja. Bro, bitte hasst mich nicht. Denkt nicht, ich bin Hater oder so. Aber Shirin David mag ich nicht. Ich glaube, jeder hat so zwei, drei Personen, die er mag oder nicht mag. Und bei mir ist es einmal sie. Den Haftraum hier vernünftig kontrollieren, bräuchte ich mehrere Stunden. Wir machen natürlich dann Schwerpunktkontrollen. Kann ich jetzt im Einzelnen vernünftig kontrollieren, bräuchte ich mehrere Stunden. Gebetsteppich? Wir machen natürlich dann Schwerpunktkontrollen, kann ich jetzt im Einzelnen nicht sagen, damit wir nicht immer alles kontrollieren müssen. Solche Sachen wie Gitter, Türen, Tore, Decken, Wände, Boden. Freunde, man muss aber sagen an der Stelle, auch wenn er Fehler macht und so, gut, dass er sein Gebet einhält. Sagen wir mal so. Weil am Ende des Tages ist es die Pflicht eines jeden Muslims. Facts. Egal, was er macht. Tür kontrollieren wir immer. Ist in jedem Gefängnis so, weil es ist wichtig, dass die Tür da ist. Wichtig ist wichtig, dass das Fenster da ist und die Gitter. Hier kann man einfach nur gucken, sitzen die noch fest in der Wand? Ja. Im gleichen Raum, in dem Raum. Natürlich, das ist verrückt, aber sollen wir hier Dauerstream machen, Chat? Ich küsse eure Herzen. Natürlich ist es verrückt, aber trotzdem, er muss halt so oder so beten, egal was ist. Genau, möge Allah ihn recht leiten. Amen. Genau, dann kommt die Feinvergitterung. Ah, sehr gut. Pendel. Ganz beliebtes Versteckschuhe. So, und hiermit würde dann durch dieses Loch hier und mit Hilfe des Windes oder von Fäden das Pendel zum anderen Haftraum gespannt werden. Das ist übrigens für den Gefangenen jetzt nicht so gut. Da spreche ich aber später mit ihm drüber. Okay, also das ist jetzt schon ein Anzeichen dafür. Bro, wie schnell er ihn erwischt hat, aber hä? Das ist einfach für ihn Alltag. Dass er hier schon mal ja, ein bisschen rumpendelt. Das ist sein Pendel. Der weiß aber, dass das hier nicht erlaubt und nicht erwünscht ist. Oh, noch was. Ja, ne? Doppelt hält besser. Genau, das wäre jetzt schon mal so ein erster Anhaltspunkt. Das ist jetzt nichts hochkriegen.
Beten in einem Raum, wo Shirin David Poster hängt, wird schwer. Freunde, guck mal, ich will das nur noch einmal erklären, damit ihr mich versteht. Was wäre besser, wenn diese Plakate da hängen und er gar nicht betet oder die hängen da und er betet? Versteht ihr, was ich meine? Bro, deswegen, also das eine ist in dem Sinne besser als der andere. Das müsst ihr einfach verstehen, Friends. Und einer, der sagt, dann soll er gar nicht beten, sorry, Cold Driven, nicht böse gemeint, der hat nichts von der Religion verstanden, gar nichts. Wirklich gar keinen Plan, Bro. Aber das ist was, was auf jeden Fall ein erzieherisches Gespräch mit sich führt oder eventuell auch eine erzieherische Maßnahme, je nachdem, wie oft das schon vorgekommen ist. Also du weißt jetzt ja schon, dass der hier rumpendelt, genau, sich austauscht mit anderen. Also 99% geht es um Tabak. Mhm. Der Gefangene hat viel Tabak, das weiß ich, also wird er wahrscheinlich was abgeben. Muss man da mal schauen, ist jetzt wie gesagt nur nichts Schweres, ist so eine Kleinigkeit, da kann ich mit ihm drüber sprechen. Also worauf ich hinaus will, Khair inshallah, immerhin betet er, so sehe ich das. Zweimal und dann würde ich irgendwann mal sagen, okay, ich nehme mal dein Fernsehgerät jetzt für 3 Tage mit, denk mal drüber nach. Also ich könnte jetzt hier unendlich suchen, ein ganz plumpes Ding ist so unter der Matratze. Ja, da haben wir jetzt nichts, oder unterm Bett. Wir gucken hinter den Postern, gibt es vielleicht Löcher in der Wand von den Kleidungsstücken. Ja, also. Bro, wie heftig er das kontrollieren muss, ne? Das ist schon ein krasser Job, Bro. Er muss richtig die Übersicht über alles behalten. Also man sieht, Möglichkeiten gibt es viele. Etliche Hygieneprodukte, Rasierpinsel, ein ganz beliebtes Versteck, ne? Mhm. Ja, und so könnten wir jetzt weitermachen. Sämtliche Einrichtungsgegenstände, alles was auf dem Regal steht, die Schuhe im Regal, im Müll werden gerne Dinge versteckt. Ja, Felix, dann würde ich dir jetzt mal so ein paar Fundstücke zeigen, die wir bereitgestellt haben, damit du mal siehst. Zum Beispiel auch diese Nettigkeit von dem Mitarbeiter, ne, hier, also dass er auch korrekt zu den Leuten ist. Bro, in den USA, du wirst zerfetzt, what the fuck. Oder auch, wie ihr meint, mit Russland und so, ich kann mir schon vorstellen, dass du da auseinandergenommen wirst. Also die Leute sind nicht mit dir auf mäßig Augenhöhe und sowas. Aber natürlich, Freunde, man muss auch sagen, nur weil dieser Knast so ist, heißt das nicht, dass jeder Knast in Deutschland so ist. Es gibt bestimmt auch einen Knast, der etwas strenger ist als der hier. Bestimmt sogar. Ist, was in so einer JVA alles gebaut und eingebracht wird. Teilweise auch gefährliche Gegenstände. Erfindungsreichtum und Kreativität gibt es hier tatsächlich viel, was das angeht. Leider in die falsche Richtung. Was brauchst du? Darfst du Handy sein? Für Gefängnisse ganz beliebt. Mini-Handy, das ist eine echte Telefone. Die passt. Bro, würde ich ernst nicht mit meinen Händen anfassen, sage ich dir, wie es ist. Ich habe da Stories gehört von Leuten, mies verstörend. Richtig, richtig verstörend. Würde ich wirklich nicht mit meinen Händen anfassen. Natürlich. Wunderbar in jedes Versteck. Ja, und die werden dann für was genau benutzt? Entweder um mit Angehörigen zu kommunizieren oder mit Freunden oder auch um seine Geschäfte weiter zu betreiben, drin sowie draußen. Bestellung von Betäubungsmitteln, Weitergabe von Informationen, all solche Sachen. Vielleicht Informationen, die man über Bedienstete gewonnen hat, weitergeben. Habt ihr auch schon mal Smartphones gefunden? Ja, gibt's auch. Weil es gibt ja tatsächlich sogar irgendwelche TikTok-Accounts, wo Leute aus dem Knast irgendwelche TikTok... Ich glaube, wir wissen genau, wen er meint. Es gab doch diesen einen Bre, der hat doch in TikTok sogar Livestreams gemacht und so. Er hat Full Content und sowas hochgeladen. Er war richtig aktiv sogar. Machen. Genau, die haben es dann irgendwie geschafft, hier tatsächlich ein richtiges Smartphone einzubringen. Ist natürlich noch interessanter aufgrund von Videotechnik. Bro, er tut auch so, als ob das unnormal selten der Fall ist, ne? Ich sag euch, wie es ist. Es gibt unnormal viele Leute, die sich ein Smartphone in den Knast schmuggeln in Deutschland. Unnormal sogar. Dann soziale Netzwerke besuchen oder einfach mal mutig sein und einen Livestream aus dem Haftraum. Auch schon mal hier passiert? Ja, ja, ist hier auch schon passiert. Sind natürlich schwieriger zu verstecken, aber haben wir hier auch. Und es gibt, glaube ich, auch keine JVA, egal wie hoch die Sicherheitsstufe ist, wo nicht irgendwas eingebracht wird. Ja, das ist jetzt so ein klassisches Teil. Ja, ich glaube, das... Bruder, habt ihr mal dieses eine Gesetz gehört? Ich weiß nicht, wie das genau ist, aber so Jurastudenten haben öfters dazu ein Video gemacht, wenn die da aufgeklärt haben, einen auf den. Und die sagen einen auf den, wusstet ihr, wenn zum Beispiel ein Häftling versucht, aus dem Knast zu flüchten, kriegt er dafür nicht irgendwie eine Geldstrafe oder eine schlimmere Strafe oder so. Also er kann, also er darf rein theoretisch gesehen versuchen zu flüchten. Hä? Also solange er nichts beschädigt oder so. True, ja, das stimmt. Ja, ist keine Straftat. Yes, true. Ja, Recht auf Freiheit. Ja, solange er nichts beschädigt. Boah, wie verrückt ist das, wenn du darüber nachdenkst? Ich würde das dauerhaft probieren wegen Langeweile. Aber das Ding ist, Bro, das ist auch das Problem, weil dieser Typ kann sagen, einen auf den unter schlechter Führung und so, kannst du dir halt selber Steine in den Weg legen, ne? Und ich glaube, umso mehr du kooperierst, desto besser für dich. Weil unter guter Führung kannst du auch vielleicht deine Strafzeit verkürzen und sowas. Ich sogar mal gefunden vor langer, langer Zeit in der Tischlerei. Ja, ein Stück Holz angespitzt. Du möchtest jetzt nicht, dass ich dein Fernsehgerät aus dem Haftraum nehme und dann könntest du mich damit
begrüßen. Aber es klingt ja schon so, als... Boah, Junge, was ein fucking Psycho. Wegen seinem Fernseher will ihn einfach erstechen. Könnte der Job auch gefährlich werden? Der Job kann gefährlich sein, genau. Man arbeitet in einem Gefängnis, das sind alles Menschen, die Straftaten begangen haben, wo die Hemmungen ein bisschen niedriger sind als bei Menschen, die nicht inhaftiert sind. Da ist es dann halt auch einfach mal möglich, dass man Opfer eines Angriffs wird. Was passiert, wenn ihr jetzt irgendwie Drogen oder eine Waffe oder ein Handy findet? Gefangene würde dann ein sogenanntes Disziplinarverfahren eingeleitet bekommen, gleicht einer Strafanzeige draußen. Wenn es jetzt um Betäubungsmittel geht, je nach Menge, wird dann natürlich auch eine Anzeige gestellt. Das geht dann zum Gericht und dann wird vor Gericht... Imagine, du schmuggelst ein Gameboy rein, Jackpot. Boah, ich glaube, Isaac, du würdest hundertprozentig sowas reinschmuggeln, ne? Sei ehrlich, Junge, du hast jede Konsole drauf, du kannst alles zocken, let's go, der Hase. Entschieden, ob eventuell noch ein bisschen Haft drangehangen wird. Das kann schon bei Kleinstmengen an. Du darfst ausbrechen, aber sogar wegen den Klamotten aus dem Knast kann das als Diebstahl zählen. Also die können dir das nochmal nachhängen, dass du einen auf dem versucht hast, die Klamotten zu klauen. Weil die gehören ja nicht dir. Mäßig, sagen die. Es kann sein, nackt ausbrechen. Wenn wir die Vermutung haben, es kommt über einen Besuch, dass er ein Besuchsverbot kriegt. Das sind dann die Mittel, mit denen wir arbeiten können. Bis hin, wenn das nicht mehr aufhört, den auf einer speziellen Abteilung unterzubringen. Ja, die werden da am Ende erstmal isoliert. Genau, du siehst, es ist eine normale Haftraumtür und nochmal eine Stahltür mit Klappe. Durch diese Klappe hätte ich die Möglichkeit, dich dann anzusprechen, dir Essen, Trinken, Medikamente einzureichen. Boah, wie verrückt sieht das aus? Eine normale Haftraumtür und nochmal eine Stahltür mit Klappe. Durch diese Klappe hätte ich die Möglichkeit... Guck mal hier, Junge, die Tür komplett abgenutzt. ...Möglichkeit, dich dann anzusprechen, dir Essen, Trinken, Medikamente einzureichen, ohne dass ein Kollege noch dabei ist oder eine Kollegin. Wir hatten aber auch schon Gefangene, wo tatsächlich zwei Leute da sein mussten, wenn auch nur schon die Klappe geöffnet wird. Weil auch da dann Angriffsversuche oder... Junge, man denkt einfach, ein Grizzlybär lebt da drin. Vielleicht welcher Urin entgegenkommt oder sonstige Dinge kann. Boah, was ist mit der Tür passiert? Walla, gebt euch mal die Tür bitte. Alles passieren. So sieht das dann aus. Ja, sieht schon ein bisschen anders aus als der Haftraum, den wir vorher gesehen haben. Wenn du jetzt diesen Haftraum hier beziehen würdest, dann würde ich dich bitten, dich komplett zu entkleiden, weil hier gibt es nur Papierkleidung. Ah, okay. Warum? Papierkleidung? Weil hier gibt es nur Papierkleidung. Ah, okay. Warum? Weil natürlich mit normaler Kleidung, wenn der Gefangene, sagen wir mal, selbst oder eigen... Junge, und da hängt die ganze Zeit eine Kamera. Heißt, 24/7 stehst du unter Beobachtung. Bro, gefühlt, wenn du da gerade chillst und einfach furzt, der Typ sieht das. Gefährdet ist. Nicht mal beim Furzen hat man Privatsphäre. Mit der normalen Kleidung sich natürlich Gegenstände gebaut werden könnten, die dazu dienen, sich selber zu verletzen. Eine Schlaufe, eine Schläge. Die Beobachtung also, weil er sich ja selber was antun könnte mäßig. Okay, ich verstehe. Okay, das macht Sinn, natürlich. Doch, das ist logisch. Oder ähnliches, genau. Und auch zur einfachen Durchsuchung. Und auch hier so eine Gummimatratze. Genau, die man schnell abwischen kann, falls mal irgendeine Art von Körperflüssigkeiten sich dort ansammelt. Ja, es gibt Gefangene, die demonstrativ dann mit ihren Fäkalien uns zeigen wollen, dass sie mit der Maßnahme nicht zufrieden sind. Bro, das ist mein Problem, ne? Voila. Deswegen, ich war immer ein anständiger Bürger, ne? Bro, guck mal, Knast, tamam, alles. Bro, irgendwie, man könnte das mit sich vereinbaren. Ich könnte niemals in meinem Leben im Knast auf Klo gehen, ne? Bro, wenn ich diese Klo sehe... sind. Und da muss man dann schauen, wie man damit umgeht. Wenn das immer noch nicht reicht, dann gibt es halt noch den sogenannten besonders gesicherten Haftraum. Das ist ein Raum, wo nochmal noch weniger Ausstattung ist. Man hat eine Toilettenmöglichkeit da und eine Gummimatte und das war's. Jetzt. Bro, das Klo hat mich getötet gerade. Ich sag ehrlich. Ey, es hat mich innerlich mitgenommen. Bro, begeht bitte einfach keine Straftaten. Haltet euch fern von schlimmen Sachen und so, Chat. Habe ich die Möglichkeit, mit noch einem Gefangenen zu sprechen, diesmal draußen. Wie lange bist du jetzt schon hier? Ich bin jetzt schon seit einem Jahr hier. Warum bist du in den Knast gekommen? Ich habe mit 17 einen besonders schweren Raubüberfall gemacht, mit besonders schwerer Körperverletzung. Wir haben einen Tresor geklaut aus einem Haus. Ich habe einen Menschen verletzt. Wie ist das so für dich im Gefängnis? Wenn man nicht ein ruhiger Mensch ist und eine ruhige Seele hat, dann rastet man aus. Und ich erlebe das hier schon voll oft, dass Leute ausrasten, dass Leute ihre ganze Zelle kaputt machen. Das ist halt schwer, ne? Also ich denke mal in dem Moment das Wichtigste, auch wenn das nicht so einfach ist, sich unter Kontrolle halten. Also sich nicht von seinen Emotionen leiten lassen. Weil du kannst in dem Moment teilweise nur noch schlimmer machen. Manchmal, das ist diese Einsamkeit, man ist frustriert. Ja, das baut sich halt immer mehr auf und Frust baut sich auch immer mehr auf und so. Das
ist eigentlich nicht so schön. Was ich mich auch gefragt habe, ist, was macht man denn eigentlich so den ganzen Tag? Also wenn du jetzt so auf deiner Zelle sitzt oder so? Man denkt halt viel nach. Man denkt über das nach, was man gemacht hat. Man denkt über Familie nach. Das Allerschlimmste, was einem Häftling passieren kann, ist, dass einer von seiner Familie stirbt. Man kann nichts machen. Boah, während man im Knast sitzt, ey, das ist echt hart. Ja, das ist schon krass. Und wie ist das sonst so, irgendwie eingesperrt zu sein, so nicht so alle Freiheiten zu haben, nicht hingehen zu können, wo man hin will und so? Das tut weh halt, ne? Du kannst jetzt rausgehen und du kannst dir was bei der Tankstelle holen, du kannst zu deinen Kollegen, ich kann das nicht. Ich muss warten, bis ich Besuch kriege. Man schätzt hier seinen Besuch sehr, egal was für ein Besuch kommt. Ob Kollege oder Mutter oder Vater oder Onkel, egal was, man schätzt es sehr. Wie läuft das so ab, so mit so anderen Gefangenen? Ja, also hier gibt es so Rangordnungen. Meine Rangordnung ist so, dass ich mir erstens nichts sagen lasse. Zweitens, die wissen alle Bescheid, dass die mit mir keine Faxen machen sollen. Weil wenn die Bombe platzt, dann platzt die richtig. Und das wissen die. Und bis jetzt, alhamdulillah, ist nichts passiert. Aber es gibt hier auch Gefangene, die machen sich Spielschulden. Es gibt Gefangene, die holen sich Hasch. Und wir reden hier von ein Fizzle für 10 Euro. Und die hören nicht auf, die holen. Und die reiten sich immer mehr in Probleme rein. Die fallen immer weiter in dieses Loch. Und wenn's man muss aber zugeben, auch wenn er ein bisschen chillt, wenn er redet, habe ich das Gefühl, er ist immer noch in diesem Film drin. Versteht ihr, was ich meine? Bro, ich hoffe, wenn er rauskommt, er hat wirklich daraus gelernt und gerät nicht wieder auf diese schiefe Bahn. Voilà. Wenn du Schulden kommt und du nicht bezahlst, dann gibt's eine Schlägerei. Ganz schnell in der Freistunde oder in der Dusche oder beim Sport. Überall. Egal, wo man den Jungen kriegt, hier werden auch viel Karten gespielt. Ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch Karten spielt, die Spielschulden macht und diese Schulden nicht bezahlt, wird das ganz schnell verdoppelt. Genauso wie das Hasch, was man kauft. Das heißt, du hast 50 Euro Hasch von mir gekauft, du hast diesen Monat nicht bezahlt, dann zahlst du nächsten Monat 100. Zahlst du diese 100? Ey, dass die da noch dieses Business weiterführen, wie krank ist das? Innerhalb dieser Zellen. 100 nicht, kriegst du Schläge und zahlst du 200. Das verdoppelt sich. Wie kann man irgendwie so in der Rangordnung aufsteigen oder wie läuft das? Also wie bist du jetzt irgendwie an eine höhere Position gekommen? Also bei mir, die kennen meine Geschichte. Ja. Die wissen, aus welcher Familie ich komme. Ich bin Clanmitglied, aber nicht jeder Clanmitglied ist jetzt kriminell. Okay, ich bin jetzt kriminell, ne? Aber es gibt auch viele, die sind nicht kriminell. Nicht jeder Clanmitglied ist kriminell. Okay, ich bin jetzt kriminell. Wie das klang, Bro, voll traurig irgendwie. Ja, die Leute wissen das halt, ne? Mhm. Die Leute wissen, ey, und ich weiß dann, du kommst aus der und der Stadt, dann kann das ganz schnell passieren, dass du abgefangen wirst an der Pforte, wenn du entlassen wirst, weil ich weiß, wann du entlassen wirst. Das ist schon krass hier, dieser Film, der hier abgeht. Die Rangordnung ist zum Beispiel so, der Niedrigste kommt erst gar nicht in die Freistunde. Die es am meisten schwer haben, sind Vergewaltiger, die Schulden haben, die nicht bezahlen und dafür zinken gehen. Zinken bedeutet ja petzen. Mhm. Und halt so Kinderschänder, ne? Du hast jetzt gerade auch schon so ein bisschen darüber geredet, wie so das Business so abläuft mit irgendwie Spielschulden, Drogenhandel und so. Also wie geht das? Wie das reinkommt, das hast du? Ja, auch. Bro, ich habe aber gehört, ey, allein dieses Wort aussprechen, ich krieg Ekel, irgendwas, was sogar damit zu tun hat. Keine Ahnung, ich habe so ein bisschen Knacks bei der Thematik. Aber Kinderschänder, wenn die in einem deutschen Knast sind, die kriegen so extra Schutz. Also an die kann niemand überhaupt dran, das habe ich gehört. Auch zum Beispiel? Wenn Leute Lockerung haben, dann schieben sie sich das in die Knastbrieftasche, ne? Also in den Arsch, ne? Oder die schlucken das. Okay, ja. Die machen zwei Lagen Kondome, ja. Machen daraus einen Ball und schlucken das. Das wird auch ganz gut bei Besuch reingeholt. Dann steckt man das einfach in den Mund. Wenn jetzt ein Beamter kommt und sagt, ey, mach mal deinen Mund auf, darf der nicht sagen. Ich muss nicht meinen Mund aufmachen, weil das eine ärztliche Anordnung ist. Das wissen auch alle Häftlinge. Aber falls es dazu kommt, dann wird ganz schnell gekaut und runtergeschluckt. Weil niemand will sich hier 6 Monate drauf fangen für 2-3 Gramm Hasch oder 6 Gramm Hasch. Deshalb würde ich lieber schlucken, bevor ich das... Boah, ich find's krass, dass Leute bei so kriminellen Sachen unnormal kreativ sind, ihr Köpfchen anstrengend, so ihre ganzen Gehirnvolumen auf 120% aufsteigen. Aber dann, wenn es darum geht, wirklich etwas zu machen, was halal ist, was legal ist, was gut ist, boah, da bist du plötzlich raus. Darauf hast du keinen Bock, damit willst du auch nichts zu tun haben, damit willst du dich auch nicht auseinandersetzen. Ist nicht böse gemeint, aber das ist so ein Ding, Bro. Das sieht man immer öfters, traurigerweise. Bro, dass Leute auf die schiefe Bahn geraten und in dem Sinne, du merkst sogar, voilà, das klingt jetzt komisch, aber dass das ein richtig eigentlich intelligenter Mensch ist. Du merkst, dass es eigentlich ein sehr intelligenter Mensch ist, aber er benutzt seine Intelligenz einfach für Scheiße. Was freiwillig rausgebe. Freiwilliges Rausgeben sind 6 Monate oder bis zu 1 Jahr. Knast ist nicht schön. Ist echt bitter hier.
Und wie ist das für dich so, dann den ganzen Tag im Gefängnis zu sein? Weil du bist ja dann auch auf irgendeine Art und Weise eingesperrt. Ja, man gewöhnt sich schnell daran, dass das hier so ein geschlossener Kreislauf ist und nimmt das nachher nicht mehr wahr. Was muss man mitbringen für den Job? Man kann sich hier ab 20 bewerben. Von Vorteil ist es aber schon, wenn man charakterlich gefestigt ist. Wenn man natürlich schon eine Ausbildung hat, ein gewisses Alter, dann kann man hier auch mit den Gefangenen eventuell auch anders umgehen. Wenn man selber noch in dem Alter ist, wie gesagt, wenn ihr 14 bis 21 ungefähr, manchmal auch 22, dann muss man natürlich auch mehr Energie an den Tag legen, um sich hier durchzusetzen. Die Gefangenen merken einem das Alter ja auch an. Aber das heißt auf jeden Fall, das ist jetzt keine Ausbildung, die man so direkt nach der Schule macht, ne? Wir haben wenige Kollegen, die mit 20 angefangen haben. Das geht auch. In der Regel sind es aber meistens Menschen, die schon ein, zwei Ausbildungen hinter sich haben, schon fest im Leben stehen, Familie haben. Und Junge, ich finde das Video aber todesinteressant. Ich fand das heftig. Vielleicht nochmal was anderes machen möchten. Und der Beamtenstatus ist natürlich super interessant. Was verdient man dann so in dem Job? Als Anwärter in der Schulzeit liegt man auch schon so zwischen 1.600 und 1.700 Euro netto ungefähr. Ist für eine Ausbildung schon nicht schlecht bezahlt. Was ich mich auch so gefragt habe, ist, wie hoch... Für eine Ausbildung 1.600 bis 1.700 netto ist gut, ne? Ist die Rückfallquote bei Gefängnisinsassen? Also ich kann aus dem Stegreif jetzt keine Prozentzahlen nehmen. Ich kann nur so viel sagen, dass man den einen oder anderen doch zwei- oder dreimal hier wieder... Ist richtig gut, Bro. Es gibt Auszubildende, ich weiß nicht, in Österreich damals, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, die haben teilweise erstes Lehrjahr 600 Euro oder so bekommen. Ich weiß nicht, was das war genau. Was glaubst du, woran liegt das? In der Regel kommen die ja eine ganze Menge guter Vorsätze an die Hand. Das ist krank, Bruder. Ich verdiene als Informatiker, Entwickler 721 Euro netto. Ja, so. Man sagt aber, an der Außenpforte, also am Tag der Entlassung, bleiben diese guten Vorsätze meistens hängen und dann verfallen die wieder an die alten Muster. Ne? Das stimmt, was ich gerade nicht bedacht habe. Mastermind, der wäre jetzt automatisch, also er wäre verbeamtet, richtig? Also der Mann hat Beamtenstatus. Ah, damit kommen ja auch die ein oder anderen Vorteile mit sich. Mit Arbeit an, keine Tagesstruktur, trotzdem möchte man Geld haben. Und dann besorgt man sich das Geld auf andere Art und Weise. Dann ist man ganz schnell wieder da drin. Dicke Uhren, Autos, so, das sind so die Stichwörter. Aber dass man als normal arbeitender Mensch sich kein C63 AMG mit einer Rolex um Hand leisten kann, kommt meistens hier nicht so an. Und mit diesen Ansprüchen, die haben, kommt dann auch der Weg an schnelles Geld, und schnelles Geld gibt meistens Ärger. Das war mein Tag im Gefängnis. Ich muss sagen, ich habe heute auf jeden Fall eine Menge spannender Einblicke sammeln können und viel über die Welt des Strafvollzugs gelernt. Was denkt ihr über das Thema? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Hier geht's zu einem weiteren Video von mir. Abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen, und bis zum nächsten Mal. Boah, das war schon heavy. Cooles Video auf jeden Fall. Nice gemacht, Tomatolix. Grüße gehen raus.